Aber ich glaube, Google ist wie so ein Ehemann, der seine Frau ständig betrügt und dann wiederkommt, so mit Blumen, immer, immer besseren Blumenstrauß. Und man sagt immer, ja gut, aber der Blumenstrauß ist gut. Und der Blumenstrauß von Google sind einfach Apps. Der Blumenstrauß von Google ist hier. Aber ja, ich weiß, das war jetzt doof mit den Daten, ne? Aber wir haben hier eine neue App. Die ist kostenlos. Und ich weiß, wir würden alle sofort sagen, ach so, ja, oh geil, eine Kalender-App oder was? Das ist ja mega cool, ja, scheiß auf die Daten.